So, da bin ich wieder. Es ist schon wieder die Folge abgeschmiert. Zum Glück ist nicht viel passiert. Wir haben nur ein bisschen gelabert. Es ist natürlich ärgerlich, weil auch meine Stimme darunter gelitten hat und alles umsonst quasi. Aber wir sind jetzt quasi im Palast in der geheimen Tür reingegangen und wir müssen jetzt was finden. Und zwar den Mondkessel. Wie gesagt, kriege diese Woche den neuen Rechner. Dann wird es dauern, also die Folgen werden dann noch hochgeladen. Ich werde den PC einrichten und dann fangen wir auch genüsslich mit neuen Let's Play an. Tut mir leid, es lief eigentlich alles reibungslos bis jetzt, aber jetzt zum Ende hin, naja, ist das hier, ah ne, ich dachte, das wären hier Gold, sag schnell, Gold, Bobs, Penner. Und natürlich müssen wir wieder kämpfen. Aber ich denke, das Spiel wird nicht mal lange gehen. Zumindest die Hauptstory. Steht immer noch, okay. Wir brauchen noch mal langsam neue Waffen. Also, ich hatte mal eine. Ja, warte, ich kann ja mal gucken. Vielleicht müsste ich das. Das mache ich auf jeden Fall. Oh. Die nehmen wir mal weg. Sie hatte, glaube ich, was Neues gefunden. Ein Phantomfänger, aber das hat ein Attribut. Und ist auf 113. Die Kristall... Es könnte besser sein als die Kristallfaust. Ich werde es einmal austesten. Aber hier die... Er hat lange nichts Neues mehr bekommen. Und ist echt nur bei 135. Er ist mit dem Berserker natürlich sehr, sehr hoch. Er hatte noch eine... Okay, zweimal, dreimal. Okay, interessant. Gut zu wissen, kann ich verkaufen. Ja, und außer hier für ihn haben wir das Z-Schwert gefunden. Naja, na gut. Und sie hat genau... Wow, der scheint stark zu sein. Keines dieser Bomben verspricht große Glücksschub von einem möglichen Missgeschenken. Okay. Das Problem ist, ich habe noch keinmal mit ihr gekämpft. Ich weiß nicht, welche Attacken gut sind. Und das jetzt zum Ende, ich weiß es nicht. Notfalls kann ich es ja mal ausprobieren. Okay, aber erstmal... Ach, wir können uns ja immer noch nicht verwandeln. Stimmt ja. Ich nehme mal hier ein paar Kämpfe mit. Einfach wegen dem EP und sowas. Das hat viel abgezogen. Mal gucken. Aber das meine ich, wir sind jetzt noch weiter vorgeschritten und die MP, die wir kriegen, werden nicht mehr. Also viel mehr als sonst ist es nicht. Geh einfach mal hier am Rand lang, vielleicht sind hier Truhen oder so. Ich gebe nicht auf, dass wir noch eine gute Waffe für Kanata oder so finden. Boah, die sehen cool aus. Gegen die muss ich kämpfen. Das ist Gesetz. Die sehen cool aus. So. Oh. Wind ist nicht stark gegen die, aber trotzdem. Nehmen wir mit den Schaden. Grummel, Grummel. Beam und Luftschlag auf einen, der noch da ist. Mann. Das hat gar nichts abgezogen. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und warum ist er tot? Hä? Oh nein, gegen die kämpfe ich nicht mehr. Gegen die kämpfe ich nicht mehr. Vor allem, weil... Ja. Steht immer noch, ey. Schon allein deswegen, weil mir die Animation zu lange dauert. Nicht, weil es so viel Schaden macht. Okay, auch 30.000 EP. Ich nehme wieder alles zurück. Okay, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ah, jetzt stehe ich hier schon wieder in einer Zwickmühle. Ah, ja, ja.
aber keine Truhe für Kanata. Wo soll ich nun lang? Da ist eine Erinnerung und wir ziehen danach blank. Wow, okay. Das sind ein paar EP, würde ich mal sagen. Primitiv. Oh, da ist eine Truhe. Sehr schön. Okay, jetzt aber. Skills. Zyklon. Ist nicht stark. Egal. Machen wir. Skills. Krummeln. Skills. Flamme nicht gut. Wasser nicht gut. Okay, Sturmkraft gut. Machen wir so. Die halten echt viel aus. Anstrahlen. Das hat viel abgezogen. Das war echt stark. Mist! Geht jetzt diese Handschlagattacke daneben oder setzt ihr die jetzt automatisch auf den... Warum ist er tot? Okay, sie setzt aber automatisch auf ihn ein, das ist gut. Stirb! Diese Staubexplosion ist schon sehr ekelig. 23.000 EP, das finde ich sehr gut. Aber ich kann mich hier nach jedem Treffer heilen. Ich würde gern mal einem Platin-Bob hier begegnen und gern wissen, wie viel EP der uns gibt. OP-Lader, interessant. Bitte, bitte für Kanata, bitte. Aber das sieht eher aus für Galdra. Er sieht nach Galdra aus. Ja, scheiße. Mann! Ich will Galdra nicht spielen. Boah, schon allein vom Haus aus 127 Schaden. Ja, na gut. Ich will halt Kanata haben, weil er halt auch diese Koop-Attacke hat. Es ist halt sehr ärgerlich. Wahrscheinlich habe ich irgendwie ein gutes Schwert verpasst mit ihm. Ich gehe jetzt noch zur anderen Seite. Okay. Bitte sei hier auch mit Ruhe. Ah, ärgerlich. Ah ne, ich dachte, wäre ein Goldbob. Ja, und hier waren wir schon. Ah. Aha. Okay. Oh nein, keine Rätsel, bitte nicht. Augenblick mal. Was denn, Locke? Der Boden. Was soll dieses Leuchten? Warum leuchtet es so? Das ist ein Lebensdetektor. Die Sensoren im Boden und Tür sind verknüpft. Sensoren, na und? Können wir damit die Tür öffnen? Der Mechanismus ist einfach, also wir müssen auf die richtige Zahl an Bodensensoren treten, zwischen diesem und dem der Tür nächsten Sensor. Treten wir auf dem falschen Sensor, was passiert dann? Nichts, hab dich nur ein wenig aufgezogen. Wir kehren einfach um und versuchen es erneut. Sehr witzig, du erinnerst mich fast an dein altes Selbst. Es muss also Leben zwischen dir und der Tür spüren, okay? Gut gemacht, Locke. Versuchen wir es. Ja. Ich hab nichts verstanden. Jetzt? Ja. Ah. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Glaube ich. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, okay. Kapiert. Okay, das war einfach. Ach, hier waren wir auch in den Erinnerungen. Ob jetzt hier wenigstens Truhen sind. Tatsache, wie geil ist das denn? Oh, irdischer Stock. Oh, geil, da haben sie uns ja ein bisschen verarscht, ey. Geil.
Na gut, dass ich es nochmal ausprobiert habe. Bitte auf der anderen Seite auch für Kanata. Aber immerhin schon mal eine neue Waffe für... Na, hier natürlich nicht. Und das war's auch mit der Freude. Ja? Oh. Desaster-Erinnerung. Irdischer Stock, aber irgendwie sagt mir der Name was. Hatten wir den schon mal? 100... Wow, okay, der ist sehr, sehr gut. Okay, sehr gut. Glaube ich. Jetzt brauchen wir nur noch eine Waffe für Kanata. Kanata. Eine Waffe für den Kanata. Kanata. Wir wollen den Kanata, den Ka... Waffe? Ich bin ein bisschen aufgedreht, weil es so langsam hier dem Ende nahe kommt. Gehen nochmal hier. Gucken. Looky looky machen. Natürlich keine Truhe. Auch keine Truhe. Natürlich, natürlich. Und Kanata bleibt waffenlos seit 400 Folgen. Ah. Na, 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 na. Aha. Hier. Ja, ich erinnere mich. Hier ist der Einschaltknopf. Chrom hat diesen Mondkessel für seine bösen Zwecke benutzt, dass wir ihn selbst verwenden. Nun, mir ist da etwas mulmig dabei. Maschinen haben keinen eigenen Willen, sie sind weder gut noch böse. Alles hängt von der Absicht des Nutzers ab. Nun, wir werden die Macht des Kessels nutzen, um weitere Tragödien zu vermeiden. Keine Sorge, wir tun das Richtige. Jetzt können wir bestimmt die Vulko-Sweets auch wieder benutzen. Oha! Nanu, diese Kraft, was ist das? Lumina. Ah! Was ist das? Tschung, 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 tschung. Kommt das aus dem Mondkessel? Energie strömt hinein. Hey, hey, gehört das so? Es ist in Ordnung. Na nun. Ein bisschen Power Ranger-Styles. Unsere Vulko-Smeets wurden völlig zerstört, aber jetzt reparieren sie sich selbst. Das muss die Macht des Mondes sein und vielleicht die Macht der Erinnerung von Kanata. Nein, es ist... Was es auch ist, jetzt müssen wir kein ganzes Jahr warten. Los, Kanata, wir sollten zurück zum Boden. Oh, guck mal. Ja, du hast recht. Wir sollten zurück nach unten und mit Plana sprechen. Kanata, sieh nur. Nanu, ist das Ding aus dem Mondkessel? Was tut es denn hier? Analyse abgeschlossen. Es handelt sich um eine Art Teleporter. Sein aktueller Zielort ist der Teleportraum in der Hauptstadt. Ernsthaft? Ernsthaft. Das ergibt Sinn. Das ist das Ziel des Teleporters in der Hauptstadt. Also muss hier ja einer sein, der in der Hauptstadt zurückführt. Er wurde wohl beim Start des Mondkessels mit reaktiviert. Okay. Hey. Okay. Tschüss. Und jetzt? Wenn der Winkel verbessert wird, ist es wahrscheinlich am Startplatz. Wir sollten dort... Okay. Aber erstmal, was wir jetzt machen, ist eine Waffe finden für... Garnet. Natürlich, warte mal. Es gibt auch einen Teleporter. Warte, wir nehmen erstmal den Teleporter. Weil der führt genau zum Hangar jetzt gerade. Deswegen ist das relativ flott. Falls nämlich dann ein Gespräch kommt, können wir das erst durchführen. Ach, wir sind auch erst bei 14 Minuten. Plana! Prima, jetzt fließt reichlich Energie herein. Das wird meine Arbeit deutlich erleichtern. Plana, ich würde auch gerne helfen. Darf ich? Hä? Lumina? Ich helfe auch, ich kann mich nützlich machen. Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du meine benutzen. Das geht nicht, aber danke, Locke. Nun, ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Ich wäre sogar sehr dankbar dafür, um ehrlich zu sein. Also bitte, Kanata. Hm? Ich weiß. Plana, pass gut auf die Beine auf. Verlass dich drauf. Aber euch muss ich warnen.
Als Boss kann ich ziemlich streng sein. Ihr müsst Gas geben, um mit mir mitzuhalten. Dann mal an die Arbeit. Aber klar doch, mein Magen knurrt immer noch. Was müssen... Oh, okay. Ich kann es immer noch kaum glauben. Ich hätte nie gedacht, dass der Lunator in nur ein paar Tagen gebaut werden könnte. Es ist erst 5 Tage her, dass wir die 2. Hälfte des Bauplans beschaffen haben. Auch wenn Planer schon Vorarbeit geleistet hatte, ist es immer noch unglaublich. Ich habe direkt neben ihr gearbeitet und sogar ich konnte es nicht fassen. Ich traute meine Augen kaum. Man hätte meinen können, Planer hätte sich vervielfacht. Ich habe sie nie essen oder schlafen sehen. Hey, vergiss nicht zu atmen, Lumina. Planers Ab färbt wohl auf dich ab. Man hat uns gesagt, dass Planer nicht gern ein Genie genannt wird, aber das Wort Genie wird ihr nicht einmal gerecht. Sie ist viel mehr als nur ein Genie. Es ist, als gehöre sie einer anderen Spezies an. Sie was? Sie steht gleich hier. Oh, Planer. Vielleicht ist sie... Es ist alles fertig, denn der Lunator ist vollendet. Und ich habe ihn auf Zemrods Luftschiff landen lassen. Okay. Sämtliche Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde unsere Mission erklären. Kanata, deine Gruppe geht voran und dringt in die schwebende Festung ein, um Chrom aus der Reserve zu locken. Planer bleibt an Bord meines Luftschiffes und wartet vor der Festung. Auf dein Signal wird sie den Lunator abfeuern. Schön, dass wir das Kommando übernehmen, aber wie sollen wir das Signal zum Feuer geben? Oh, das funktioniert so. Was? Ach so. Locke spricht mit Planers Stimme. Wie habt ihr das gemacht? Locke verfügt über einen Sprachgenerator. Ich bediene ihn von hier aus. Außerdem wird alles, was er hört, hierher übertragen. Also kann ich alle Informationen mühelos abgleichen. Das ist so gruselig. Gab es keinen anderen Weg? Der Lunator ist aufgeladen, also kann ich ihn abfeuern, sobald ich von euch höre. Seid vorsichtig. Geratet um Himmels Willen nicht in die Schussbahn. Sei vorsichtig, bessere Ratschläge hast du nicht für uns, aber mit so viel Feuerkraft haben wir zumindest eine Chance zu gewinnen, oder? Wir haben keine Zeit noch länger zu warten. Seid ihr aufmarschbereit? Ich bin schon seit langem gewappnet, äußerlich wie im Herzen. Nein, dir fehlt immer noch eine Waffe. Mann, los geht's, Leute. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jeder muss selbst entscheiden, ob er bereit ist, sich in die schwebende Festung zu wagen. Das erzählst du uns jetzt? Meine Macht ist stärker als früher. Ich kann es spüren. Ich bin ein anderer als beim letzten Kampf gegen Chrom. Aber die Wahrheit ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir gewinnen können. Ich habe jegliches Selbstvertrauen verloren. Oh, jetzt fängt diese Rotze wieder an. Kanata. Ah. Wenn der Lunator Chroms Kraftfeld nicht durchdringen kann, sind wir alle verloren. Auch wenn wir es durchdringen, gibt es keine Garantie, dass wir Chrom besiegen. Ich habe Angst. Angst davor, nicht zu gewinnen. Ich könnte euch alle verlieren. Ah ja, ist ein bisschen spät dafür. Meine Güte, endlich jammert er mal. Ah, wie meinst du das, Wahn? Ach komm. Ups, das war aus Versehen. Wenn er sich nur öffnen und auch mal jammern würde, dann wissen wir, wie wir ihn Mut machen können. Das hat Wahn gesagt. Hey, hey. Tja, das ist Kanata. Ja, das ist Kanata. Das letzte Mal, dass ich Kanata habe jammern hören, war, als die älteste Philia ihm den Kopf wusch, weil er einen Teller zerbrochen hatte. Was zum Locke? Das kannst du doch noch nicht alles erzählen oder nicht allen erzählen. So. Moment mal, hey Locke, deine Erinnerung. Locke, oh. Ja, mir sind ein paar Dinge wieder eingefallen, aber bald kommt noch mehr, glaube ich. Locke. Du hast all deine Zukunft, du hast allen eine Zukunft gegeben, Kanata, und uns und der ganzen Welt. Jetzt sind wir an der Reihe, Kanata seine Zukunft zurückzugeben. Ja, eine Zukunft, in der wir alle zusammen sein können. Ja, danke, das habe ich gebraucht. Na gut, kein Zögern mehr. Zeit ist mit eurer aller Hilfe anzugehen. Zeit, die Welt zurückzuholen. Das klingt schon besser. Nächste Halt, die schwebende Festung Dakar Venu. Los geht's, besiegen wir Chrom. Ich muss aber nochmal zurück in die Stadt, die Waffen aufbessern. Oh, ich kann nichts machen. Das fand ich jetzt schon gemein. Ah, sehr gut.
Nochmal zurück in die Stadt. So. Und ich weiß nicht, wie. Kann das natürlich sein, dass ich fehle. Ich werde jetzt die Folge beenden und das letzte Kapitel gehen wir dann zusammen an. Ich werde jetzt nochmal die Waffen aufbessern, aufrüsten. Dann sehen wir uns in der schwebenden Festung wieder beim letzten Kampf. Ich bin gespannt. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.